Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria mit Mods, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, also an sich ist jetzt hier alles fertig, aber okay, was mir am Ende der letzten Aufnahme einfach aufgefallen war, wenn wir hier anfangen zu bauen, haben wir halt das Problem, dass immer wenn hier Leute über diese Druckplatte drüber weglaufen, haben wir die Problematik, hey, dann klappen uns hier die Hatches weg, die wir gerade versuchen eventuell zu setzen zu dem Zeitpunkt. Nervig. Ja, mega nervig. Ich nehme ja hier erstmal die Fallen weg. Die können auf jeden Fall schon mal weg. So, also war jetzt die Überlegung, wie können wir das umgehen? Naja, also der erste sinnvolle Effekt wäre, wir müssten dafür sorgen. Du tauchst an einer guten Stelle auf. Der erste Effekt, wie man das halt relativ gut umgehen könnte, ist, die direkt unter Strom zu setzen. So, dazu fällt mir die einzige Möglichkeit ein, ich muss diese Dinger hier hinsetzen. Dann kann ich eine weitere Excel dazwischen setzen. Eine, die zwei weitere Lever. Ein Lever hier, ein Lever da. Und verbinde die dann direkt halt mit den, ein Lever direkt mit den Dingern hier. Den kann ich dann ausschalten. Und wenn der an ist, sind die ganzen Hatches halt unter Energie. Und ein Lever hier, der halt die Sawmills, die Windmills mit der Pressure Plate verbindet. Und sozusagen dann, wenn der an ist, ist die eigentliche Falle auch an. Das wäre jetzt meine Idee. Ich würde sagen, das probieren wir so aus. So, dazu Power Source, Windmill. Die versetze ich einfach eine Reihe nach hinten. So. Das, denke ich, ist das Beste, wie ich das jetzt hinkriegen werde. Wie gesagt, dadurch dauert das Ganze jetzt nochmal einen Zacken länger. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte jetzt wirklich am Ende der letzten Folge, wir sind soweit. Was wir aber schon mal starten... Hä? Hatte ich nicht die 3 definiert als bei der Stufe 10? Oder war das in der Aufnahme, in dem Bereich, der nicht gespeichert wurde? Okay, jetzt habe ich hier mal die 3 wieder hingelegt. So, was wir jetzt nämlich machen könnten, ist schon mal zu probieren, ob nicht ein Golem auftaucht. So, dazu machen wir Remove Designation. Deswegen hatte ich hier diese kleine Strecke auch nochmal hingesetzt. So, wenn alles funktioniert hat, wir haben hier jetzt mehrere Blöcke von diesem Raw Granite. Und wenn alles gut klappt, sollte hier drinnen halt ein Golem auftauchen. So, den können wir dann von außen schön zu beschießen. Na, da gebe ich dann einfach den Auftrag, beschießt ihn. 2 Golems. Und sie sind ziemlich schnell aufgetaucht. Sehr, sehr geil. Dann mal den Auftrag erteilen. Granite Golem Attack. Und zwar machen das unsere Stormy Arrows, die mittlerweile gar keine Pfeile mehr benutzen. So, jetzt sollten die hier runterkommen und die dann anfangen zu beschießen. Das wäre zumindest die grundsätzliche Idee. So, und krass, der hat gar nicht so viel verbraucht. So, und ihr seht halt, die laufen hier jetzt ganz entspannt an sich durch die Gegend. Wir können jetzt zum Beispiel natürlich die Designation wieder aufsetzen. Das hat dann den Vorteil, dass nicht noch mehr Viecher spawnen. So. Wo sind denn unsere Stormy Arrows? Wo bleiben die? Pendy? Die sind am Training. Ihr seid doch die Stormy Arrows, oder? Ja. Wieso machen die... Hä? Moment, ich gucke jetzt mal, ob ich da irgendwas falsch eingestellt habe. Stormy Arrows sind Bow Leather. Bow. Moment. Squad. Stormy Arrows ist Formation Bow. Und Formation Bow ist Perform Attack Orders. Defend Gnomes. Avoid Enemies. Avoid Enemies nicht, aber
Der Rest ist genau richtig. Wieso gehen die da nicht runter? Und attackieren das hier? Hm, na gut, dann machen wir es anders. Designate Area. Room? Nee, Guard Area. Zack. Wie spät haben wir es? 14. Das heißt, die Stormy Arrows sollen jetzt hier stehen. Und ich hoffe mal, dass die Guard Area eine höhere Präferenz hat als die Training. Ja. So, jetzt müssen sie hier runterkommen. Ja, da kommen sie. Sehr gut. Da muss ich wahrscheinlich noch mehr Munition herstellen und hier auch einen kleinen Munitionsstockball aufsetzen. Damit die, genau, Granit-Arrow-Typen sind gespottet worden. Vielleicht mussten sie auch erstmal wissen, wo die... Okay, der ging ja schnell drauf. Schießt die auf den anderen, oder? Ja, okay. Wow, die ging ja wirklich schnell drauf. Was liegt denn hier? Okay, so, wahrscheinlich sind die hier nicht hingegangen, weil noch nicht bekannt war, wo der sich befindet. Ich habe zwar die Attack Order erteilt, aber die noch niemand wusste, wo das Ding ist. Das war wahrscheinlich die Problematik. So, also da liegt was, was anders aussieht auf jeden Fall von der Farbe her. Was ist das? Malachite Nugget. Okay. Und das hier ist der Silbernugget? Ja, tatsächlich. Okay, die hatten wir schon mal irgendwo in irgendeiner Liste drin gesehen. Das weiß ich. Da muss ich jetzt mal nachgucken. In welcher Liste hatte ich die? Waren die? Ich glaube, die waren bei dem Scrapper drin, ne? Metal Sliver, genau. Genau, lassen sich aus... Nuggets herstellen. Die müssen wir für jedes Nugget extra machen? Ernsthaft? Ach, na gut. Repeat. Hätten die sie nicht... na gut. Narf. So. Tin Silver. Gold. Lead. Iron. Aber ich muss verlesen, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Tut mir leid. Oh. Ich sag euch, Frühling, nicht meine Zeit. So, dann haben wir Copper, Malachit, ja, das ist erledigt. Dann werden die automatisch, wenn wir wieder welche haben, da automatisch reingebracht. So, jetzt müssen wir hier den Bronze-Lever ziehen. Dann können nämlich die Sachen wieder verteilt werden. Die Copper-Nuggets. Die Nuggets. Müsste ich ja dann eigentlich hier oben auch irgendwie hinpacken. Hm. Wir haben hier langsam keinen Platz mehr eigentlich. Passt auf, da mache ich einen kleinen Lagerraum gegenüber. Muss ja jetzt nicht mega groß sein, da sollen einfach nur die Nuggets rein. So, 3x3 Raum wird erstmal völlig ausreichen. Vor allem, wenn wir die gleich natürlich immer wieder verbrauchen. So, Designate Area. So. Gut, das wäre unter Metal. Nein, nicht unter Metal. Wo denn dann? Vielleicht unter Alchemie oder so. Mal gucken. Gut, Cooking Crafts. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn die Alchemie-Sachen? Da. Chemdas? Da. Identified Nugget. Okay. Mysterious Seed, Mysterious Clipping. Das müssten wir ja dann auch nochmal machen. Mysterious Seed.
brauchen wir Any Seed, okay. Und für die Sofa-Flow mache ich einfach jeweils einmal. Mal gucken, was da rauskommt. Bin ja auch mal gespannt. So. Das dient jetzt einfach nur vor allem dem Umstand, dass ich will, dass da unten halt diese Dinger nicht mehr liegen. Ah, das scheint auch mehr als ein Nugget gewesen zu sein, was dann da lag. Okay. Gut. So, dann füllt das einfach mal wieder. Und dann können wir nämlich wieder ein paar Golems starten. Das ging ja echt gut, muss ich ja sagen. Das hat mir ja sehr gut gefallen, wie einfach das Ding funktionierte. So, dann brauche ich Mechanism Switch. Das wäre der Lever. Wir nehmen Bronze-Lever. Es wäre einmal hier und einmal... Ich hoffe, dass das so richtig funktioniert. Hier? Ich hoffe, dass die das in beide Richtungen dann die Energie liefern können. So. Es wäre schön, wenn mal die Sachen hier weggebracht würden. Mache ich das am günstigsten? Warte mal dann. Stockpile. Ich erweitere den Stockpile einfach mal nach hier. So. Die beiden gehören jetzt zusammen. Dann können sie die nämlich... Ja, jetzt werden die nämlich hier weggeholt. Das finde ich sehr gut. So, okay. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Dann muss ich eine weitere Excel herstellen. Und zwar muss die hier rein. Mechanism, Linkage, Excel. Nehmen wir natürlich wieder eine Oak Excel. Und die muss dann hier rein. So. Okay, das sollte... Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Eine Sache, die mich so ein bisschen stört, ist, dass nicht so... Ach so, engaged heißt, der ist an. So, dann mache ich das mal aus. Und dann gucke ich mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, der ist jetzt aus, ist das richtig? Genau, disengaged, sehr gut. Sobald die Excel da drin ist, muss ich dann den Fans wieder setzen. Na los, komm, mach mal fertig da. Ja, sehr gut. Prima, dann setzen wir da den Fans wieder. Und dann können wir weitermachen, sobald da der Lever ist. Ja, weil so bin ich relativ auf der sicheren Seite. Der Angriff wird ganz normal stattfinden und so. Das sollte ganz gut funktionieren. Hoffe ich. So. Ja, hier vorne sieht das ein bisschen Stückelwerk aus, muss ich zugeben, die Verteidigung. Ich bin auch noch nicht so sicher, ehrlich gesagt, im Nachhinein, ob ich so glücklich damit bin, wenn ich hier diese Verteidigung setze. So wie ich sie mir vorstelle, ist die quasi... impenetrable. Ja, also die kannst du nicht vernünftig durchdringen für die Gegner. Das heißt, die werden mega sicher sein. Ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu sicher vielleicht. Mal gucken. Könnte ehrlich gesagt ein bisschen Herausforderung rausnehmen. Aber andererseits ist es halt die clevere Sache, was man machen sollte. Ne? Also man muss halt ganz ehrlich sein. Das ist, wenn das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, dann ist es halt mega gut einfach und wird die Sache so einfach machen für uns. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, also, da die Möglichkeit existiert, gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Und dann muss es halt auch gemacht werden. Und das ist halt einfach so. Device, Hatch. So. Der nimmt jetzt den Boden da raus. Und dann setzen wir hier die Hedge ein. Wow. Wir haben einen der neuen erwischt. Ah. So. Und
und habt auch gesehen, die ist gut markiert. Da hat man gleich gesehen, das geht richtig tief runter. So, jetzt kommt dann gleich unser Kumpel. Wie gesagt, jetzt kann der halt von hinten ankommen und so. Jetzt können wir dann halt relativ entspannt bauen. Ich werde trotzdem immer nur einen Einzelnen ersetzen. Aber trotzdem ist jetzt halt im Moment noch halt die Bewegung relativ gut möglich. Seht ihr, damit hätten wir uns vielleicht sogar die Mechanical Wall hier hinten ehrlich gesagt sparen können. Weil, genau, der ist nämlich jetzt zu. Das heißt einfach, wir können die beiden immer gegeneinander austauschen. Eventuell können wir den sogar anlassen. Wahrscheinlich können wir den sogar anlassen. Hätten den sogar durchgehend machen können wahrscheinlich. Allerdings hat er mein physikalisches Gehirnproblem mit, wenn ich eine Drehung im Rund mache. Also wenn ich mit Strom, ja, muss es sein. Aber bei Axles und sowas, gar keine gute Idee. Von beiden Seiten einfach drauflegen. Hämmer. Nicht gut. Nicht gut. Wirklich nicht gut. So, dann Remove Floor. Machen wir einfach weiter. Ist jetzt halt leider ein bisschen Stückarbeit. Da müssen wir dann, es wird ein bisschen dauern, weil ich da nicht mehrere Sachen gleichzeitig in Auftrag geben kann. So, hier können wir wieder Pull Lever machen. So. Und dann können wir das nämlich wieder wegnehmen und wieder neue Golems versuchen zu rufen. Ich nehme jetzt nur die Granit-Golems, weil die einfach zu erreichen sind für mich. Und ich halt gut und einfach die Sache regeln kann. Aber die Golems sind ja so schnell eingeschossen worden von denen hier. Das war ja richtig krass, muss ich sagen. Moment, ich nehme mal einen kurzen Schluck. So. Ah, die ist weg. Wir können also Device Hatch setzen. Ja, das kann weiterlaufen. Ach. So, Device Hatch. So, seht ihr das? Da können wir gut erkennen, das geht straight on nach unten durch. Und die Hatch wird gesetzt. So, wenn alles so geht, wie ich es mir ja vorstelle, müsste das ja verbunden sein, hier über die beiden. So wie das hier ja auch funktioniert hat. Und dann läuft das. Sehr cool. Ich bin begeistert, ehrlich gesagt. Einziges Problem wäre jetzt im Moment, wenn jetzt halt wir gerade das Ding weggegraben haben und da ein Loch ist, dann würden angreifende Gegner halt nicht hierher gelaufen kommen, weil sie keinen Weg zu uns finden würden gerade. Aber ja. Da kann ich jetzt nichts anderes machen. Hier muss ich jetzt mal hier per Stückelwerk machen. So. Im Großen und Ganzen wird das den Angriff, also die Verteidigung, wenn das so alles geklappt hat, dann wird die Verteidigung so einfach. Habt ihr den Unterschied gesehen, wenn einer unserer alten Miner da rangeht? Oh Gott. Wir haben davon halt auch nur noch einen, leider. So, jetzt müssen wir noch, ich lass mal auf zweifach laufen. Wieder. Mach mal weiter. Hier, komm. Wir wollen das mal fertig werden hier. Es wird wieder nicht zu dieser Folge, komplett fertig zu werden hiermit. Aber dann sind wir für den nächsten Angriff, sind wir dann eigentlich fertig vorbereitet. So. Wie gesagt, wo man da ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn halt wir müssen halt aufpassen, wenn unsere Gnome rausgehen wollen. Wegen irgendwas. Wegen einem Angriff oder weil sie Items von draußen holen wollen oder irgendwie sowas. Dann müssen wir halt aufpassen, weil die dann halt hier über die Pressure Plate nicht mehr rauskommen. Also sollte ihnen nichts passieren. Zumindest nicht so, wie ich es verstehe. Denn sie sollten den Schritt ja noch nicht machen können. Bei dem Moment, wo sie hier drauf treten, klappen die weg. Sie sehen vor sich nur noch ein Loch im Boden und gehen wieder zurück. Gehen zurück unter Umständen, stellen fest, hey, hier ist ja Boden geschlossen und wollen wieder rübergehen. Ah, kann passieren. So wie ich es verstehe, kann es passieren. Ich hoffe, dass uns da keine von unseren eigenen Gnomen dann irgendwie runterfallen. Das wäre halt echt nervig und ärgerlich. Aber ja.
Und wir müssen halt aufpassen, wenn einer der... Gibt es unterbeschäftigte Gnome? Das ist ungewöhnlich. Wir haben unterbeschäftigte Gnome. Krass. Okay. Ungewohnt. Ungewohnt. Vor allem Eier? Eier haben wir auch keine? Brauchen wir auch keine mehr? Sind die alle eingelagert? Haben wir so viel Platz, dass wir Eier wieder weglagern konnten? Das wäre ja irgendwo ganz schön, aber ungewohnt. Das war hier drin. Charcoal. Und hier, das ist ein Stockpile mit Contents. Okay, Eier waren nicht hier drin, wo auch immer wir Eier eingelagert haben. Ich guck mal kurz in die Stocks, wie viele Eier wir haben, aber... Meals haben wir nur noch 114, auch nicht so wahnsinnig viel. Wir müssen mal gucken, nicht, dass wir irgendwie Mist bauen und... Dann von irgendwas Grain. Grain haben wir mega wenig. Fruits haben wir eine gute Menge. Vegetables. Sind wir auf 47 runter? Eggs. Sind wir auf 6 runter? Auf 6. Ach du Schande. Okay, Milch haben wir eine Unmenge. Meat haben wir auch eine Unmenge. So, das Problem ist, mit Meat alleine können wir nicht wirklich... was anfangen. Na gut, mit Meat alleine mache ich, glaube ich, Sausages. Ja? Ja. Jetzt weiß ich nicht, habe ich die... Einer von denen hier ist garantiert ein Auftrag für Sausages aus Meat. Das Problem ist nur... Na gut, wir können Sausage-Omelette machen. Achso, nee, wir haben keine Eier. Wir haben keine Eier mehr. Stew. Sausage, Vegetable. Wir haben keine Vegetables mehr oder nicht mehr viel. Aber damit könnte man nochmal was machen. Soup. Vegetable. Butter Toast. Dafür bräuchten wir wieder Grain. Hm. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, welches Rezept am günstigsten noch für uns wäre. Wir bräuchten halt nochmal mehr Eier tatsächlich. Krass. Wenn es irgendwas aus Käse und Dings gäbe, das wäre natürlich auch mega. Aber da gibt es, glaube ich, nichts. Passt auf, ich gebe mal einen Käseauftrag einfach auf 50, damit wir wenigstens ein paar mehr Light Meals haben. So. Dann mache ich tatsächlich ein Sausage Omelette noch. Weil 1000 Meat, das ist so krass einfach. So. Craft 2, machen wir auch mal 50. Und die einzige Möglichkeit, das hier, da müssen wir dann mehr Emus ansammeln. Wir brauchen mehr Emus. So, das heißt, wir werden noch eine zweite Emu-Farm wahrscheinlich anlegen müssen. Das Einzige, was mir einfällt, was funktioniert. Ja. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was funktionieren könnte. Dann machen wir einmal das hier. Das wollte ich ja jetzt schon seit einer Ewigkeit endlich mal machen. So, komm schon, da. Zack. Vergrößern wir das hier nochmal ein bisschen. Und, ja, Emo-Farm vergrößern. Oh Gott, wir verlieren auch ein bisschen hier an Stroh. Gut, das sollte jetzt noch für diesen Winter reichen, aber wir haben eventuell tatsächlich ein bisschen zu viele Yaks. Ich werde mal auf 7 Females runtergehen. So, achso, ja, stimmt, unser Kamel, was uns gar nichts bringt im Moment, weil wir nur das eine, ich glaube, auch noch männliches Kamel haben, ne? Wie war das? Genau. Bringt uns einfach mal so gar nichts. Hühnchen, da haben wir doch ein männliches und ein weibliches, oder? Ach so. Kann natürlich jetzt echt sein, dass hier schlicht und ergreifend wir immer noch 2 Hühnchen haben, weil sie dauernd getötet wurden, ohne dass ich es mitbekommen habe. Gut möglich. Dann mache ich da auch noch ein zweites Pasture. Hier nicht Build, sondern Designate.
Überzogene Folge, Entschuldigung. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und bleibt mir gewogen. Ciao.